Als ich 6 Jahre alt war, machte ich meine erste Zeichnung. Es war eine große Schlange, die einen Elefanten verdaute. Ich habe den großen Leuten mein Meisterwerk gezeigt und sie gefragt, ob sie Angst davor hätten. Warum sollten wir vor einem Hund Angst haben? Dann machte ich eine zweite Zeichnung. Darauf war die Schlange von ihnen gesehen. Aber die Großen haben mir geraten, mit den Zeichnungen von offenen oder geschlossenen Riesenschlangen aufzuhören. Der Misserfolg hat eine Zeichnung in den Mund genommen. Damit endete meine Malerkarriere. So lernte ich Pilot und blieb mein ganzes Leben allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können. Bis ich vor 6 Jahren einmal eine Panne in der Wüste hatte, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ihr könnt euch meine Überraschung vorstellen, als ich hörte. Bitte, zeichne mir einen Schaden. Ich sprang auf die Füße wie vom Blitz getroffen. Wie kommst du hierher? Bitte, zeichne mir einen Schaden. Ich wehrte mich und sagte, dass ich das nicht könnte. Das macht nichts. Zeichne mir einen Schaden. Da ich nie einen Schaf gezeichnet hatte, malte ich meinen Elefanten in der Riesenschlange. Nein, nein, ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Zeichne mir einen Schaf. Nein, das Schaf ist schon so krank. Mach mir ein anderes. Und so machte ich eine andere Zeichnung. Du siehst doch selbst. Das ist ein Widder. Er hat doch Hörner. Da ging mir die Geduld aus und ich kritzelte mürrisch etwas aus Papier. Das ist eine Kiste. Dein Schaf steckt da drin. Oh ja, genau so habe ich mir das gewünscht. Ob dieses Schäfchen viel Kraft braucht? Weil mir zu Hause alles so klein. Schau. Es ist eingeschlagen. Ja, so war das, als ich die Bekanntschaft mit dem kleinen Prinzen machte. Ich brauchte lange Zeit, um zu verstehen, woher er kam. Zufällig gesagte Worte haben mir nach und nach sein Geheimnis enthüllt. Plötzlich fragte er mich einmal. Ist es wahr, dass Schafe kleine Fische fressen? Ja, das ist wahr. Dann fressen sie auch Affenbrotbäume? So lernte ich die Tragödie der Affenbrotbäume kennen. Auf dem Stern des kleinen Prinzen gab es die fürchterlichen Samen der Affenbrotbäume. Wenn man die Pflanzen zu spät ausreißt, kann man sie nicht wieder loswerden. Die Wurzeln durchdringen den Planeten. Und wenn es zu viele werden, sprengen sie ihn. Es ist eine Frage der Disziplin. Nach der eigenen Toilette muss man den Planeten von den Sprosslingen der Affenbrotbäume reinigen. Klein sehen sie die rote Sträucher aus. Er fragte unvermittelt, als ob sein Nachdenken ein neues Problem erkennen ließe. Wenn ein Schaf Sträucher frisst, so frisst es auch die Blumen. Ein Schaf frisst alles, was ihm vors Maul kommt. Auch Blumen und Dornen? Ja. Und wozu haben sie dann Dornen? Ich war in großer Sorge, da mir meine Panne äußerst bedenklich schien und ich machte mich aufs Schlimmste gefasst. Ja, aber was für einen Zweck haben die Dornen? Der kleine Prinz wollte immer eine Antwort, also antwortete ich aufs Geraderuhe. Dornen haben keinen Zweck, Blumen lassen die Dornen aus Bosheit wachsen. Oh, das glaube ich nicht. Blumen sind schwach und arglos. Sie schützen sich, wie sie können. Sie denken, dass sie sich mit den Dornen wehren können. Wie du siehst, beschäftige ich mich gerade mit wichtigeren Dingen. Mit wichtigeren Dingen? Es sind schon Millionen Jahre, dass die Blumen Dornen hervorbringen. Es sind Millionen Jahre, dass die Schafe trotzdem die Blumen fressen. Und du findest es unwichtig, wenn man wissen möchte, warum sie sich so viel Mühe geben, Dornen hervorzubringen, die zu nichts Zweck haben. Dieser Kampf der Blumen mit den Schafen soll unwichtig sein. Und wenn ich eine Blume kenne, die es in der ganzen Welt nur ein einziges Mal gibt, nirgends anders als auf meinem kleinen Planeten, und ein kleines Schaf, um zu wissen, was es tut, diese Blume eines Morgens so mit einem einzigen Biss auslöschen kann. Und das soll nicht wichtig sein. Ich nahm ihn in die Arme. Ich liebte ihn. Die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich würde ihm einen Maulkorb zeichnen, deinem Schaf. Ich würde dir einen Zaun vor deine Blume zeichnen. Ich wusste nicht, was ich ihm noch sagen sollte. Ich wusste nicht, wie ich zu ihm gelang, wo ich ihn erreichen konnte. Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen.
sich jene Blume besser kennenlernen. Es hat auf dem Planeten des kleinen Prinzen immer schon Blumen gegeben, sehr einfache. Aber jene eine hatte eines Tages Wurzeln geschlagen aus einem Samen, was Gott wohl hier, und der kleine Prinz hatte diesen Spross für den anderen Spross, den er nicht glich, sehr genau überwacht. Es konnte eine neue Art Affenbrutbaum sein. Aber der Staub hörte bald auf zu wachsen und begann eine Blüte anzusetzen. Sie wählte ihre Färben und Zopfhaar. Sie zog sich langsam an, sie ordnete ihre Blütenblätter und eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufgangs, hatte sie sich enthüllt. Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich bin auch ganz darauf. Oh, wie schön du bist. Und ich bin zugleich mit der Sonne geboren. Eines Tages, als sie von ihren vier Dornen sprach, hatte sie zum kleinen Prinzen gesagt, ach, sie sollen nur kommen, die Tiger, mit ihren Krallen. Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten. Ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor der Zugluft. Hast du keinen Wandschirm für mich? Diese Blume ist eine schwierige Kreatur. Am Abend wirst du mich unter eine Glasglocke stellen. Es ist sehr kalt bei dir. Da, wo ich herkomme? Sie unterbrach. Sie war in Form eines Samenkorns gekommen. Sie hatte gar nichts von anderen Welten wissen können. Ein Wandschirm? Der kleine Prinz begann zu zweifeln und war sehr unglücklich. Er wollte sie verlassen. Ich war zu jung, sie zu lieben. Sie bringt meinen ganzen Planeten durcheinander. Sie erfüllt den ganzen Planeten mit Duft. Nun ist es besser, wenn ich gehe. Ich kann nicht mehr bei ihr sein. Am nächsten Morgen brachte er seinen Planeten in beste Ordnung. Er nahm an, dass er niemals zurückkehrte. Lass die Glasglocke sein. Ich will sie nicht mehr. Aber der Wind. Ich bin eine Blume. Aber die Tiere. Ich habe meine Dornen. Sieh es nicht so in die Länge. Das ist ärgerlich. Du hast dich entschlossen zu reisen? Zum Glück schon. Sie wollte nicht, dass er sie weinen sähe. Es war ein so stolzer Blume. Und so ging er. Er fand sich wieder in der Nähe eines Planeten mit einem König. Ich begrüße dich. Darf ich dich bitte besuchen? Ich befehle dir, es zu tun. Darf ich dir eine Frage stellen? Ich befehle dir, mir eine Frage zu stellen. Über was herrscht hier? Über alles. Alles gehorcht aufs Wort. Ich dulde keinen Ungehorsam. Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Machen Sie mir die Freude. Lassen Sie die Sonne untergehen. Das wirst du sehen. Das wird sein gegen. Das wird heute Abend gegen 19.40 Uhr sein. Du wirst sehen, wie man mir gehorcht. Ja, aber ich kann nicht warten. Bitte geh nicht fort. Geben Sie mir einen vernünftigen Befehl. Sie könnten mir zum Beispiel befehlen, innerhalb einer Minute zu verschwinden. Ich mache dich zu meinem Gesandten. Er gab sich den Anschein großer Autorität. Die großen Leute sind sehr sonderbar. Der zweite Planet war von einem Eichhörnchen bewohnt. Bewunderst du mich wirklich? Was heißt bewundern? Bewundern, dass ich der Schönste, der Bestangezogene, der Reichste und der intelligenteste Mensch auf diesem Planeten bin. Aber du bist doch der einzigste Mann auf diesem Planeten. Mach mir die Freude, wundere mich trotzdem. Die großen Leute sind sehr verwunderlich. Der nächste Planet war der eines Geschäftsmannes.
1 heißt 5 und 7 ist 12, 2 heißt 15, 5 ist 3, 26 und 5 ist 31, das macht also 501.622.931. 500 Millionen wovon? Sterne. Was machst du mit 500 Millionen Sternen? Nichts, ich besitze sie. Und was hast du davon, diese Sterne zu besitzen? Das macht mich reicher. Und was hast du vom Reichsein? Wenn du einen Diamanten oder eine Insel findest, die niemandem gehören, so sind sie dein. Und ich besitze Sterne, da niemand vor mir daran gedacht hat, sie zu besitzen. Ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag begieße. Na und? Ich besitze drei Vulkane, die ich jede Woche kehre. Sicherlich. Es ist gut für meine Vulkane, es ist gut für meine Blumen, denn ich sie raus. Aber du bist für deine Sterne zu nichts nutzen. Und der Ding seines Weges. Die großen Leute sind wirklich ganz ungewöhnlich. Der nächste Planet war der kleinste von allen. Es war gerade Platz für eine Straßenlaterne und für eine Laternenanzündung. Guten Abend, was tust du? Ich habe die Weisung. Guten Morgen. Oh, ich tue einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. Ich löschte die Lampe am Morgen, guten Abend, und zündete sie am Abend wieder an. Und was damals wurde die Weisung nicht geändert? Guten Morgen. Die Weisung wurde nicht geändert. Das ist ja die Tragödie. Der Planet geht von Jahr zu Jahr schneller und die Weisung ist die gleiche geblieben. Der Planet macht eine ganze Umdrehung in der Minute. Guten Morgen. Jede Minute zünde ich an und lösche wieder. Das ist aber toll. Die Tage dauern bei den Minuten. Das ist ganz und gar nicht trollig. Während wir hier miteinander reden, ist ein ganzer Monat vergangen. Guten Abend. Traurig verließ der Prinz auch diesen Planeten, besonders wegen der 1440 Sonnenuntergänge in 24 Stunden. Der nächste Planet war 10-mal so groß. Der war von einem würdigen Herrn bewohnt, der große Bücher schrieb. Ah, du kommst von weit her. Du bist auch ein Forscher. Ich schreibe wissenschaftliche Bücher für Forscher. Du musst mir von deinem Planeten erzählen. Wo ich lebe, ist es nicht sehr interessant. Es ist so klein. Aha. Ich habe zwei Vulkane, zwei aktiv und eine erloschen. Aber man weiß nicht. Aha, man weiß nie. Ach ja, und ich habe auch eine Blume. Wir schreiben Blumen nicht auf. Warum das nicht? Sie ist das Schönste von meinem ganzen Planeten. Deshalb, weil Blumen vergänglich sind. Was bedeutet das? Vergänglich. Das heißt, vom Baldigen entschwinden bedroht. Wir aber schreiben nur ewige Dinge auf. Ist meine Blume vom Baldigen entschwinden bedroht? Natürlich. Meine Blume ist vergänglich. Und sie hat nur 4 Dornen, um sich gegen die Welt zu wehren. Und ich habe sie ganz allein zu Hause zurückgelassen. Das war der erste Moment von Reue. Und er machte sich auf den Weg und dachte an seine Blume. Der letzte Planet war also die Erde. Und die Erde ist nicht irgendein Planet. Man zählt da 111 Könige, 7000 Geographen, 900.000 Geschäftsleute, 7,5 Millionen Säufer, ungefähr 2 Milliarden erwachsene Leute. Die Menschen brauchen nur sehr wenig Raum auf der Erde. Wenn die 2 Milliarden Einwohner sich aufrecht und ein bisschen gedrängt hinstellten, wie bei einer Volksversammlung, kämen sie auf einen Platz von 20 Meilen Länge und 20 Meilen Breite leicht runter. Auf der Erde angekommen, wunderte sich der kleine Prinz, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben. Oh, guten Abend! Guten Abend! Schau auf meinen Planeten über uns. Aber wie weit ist er fort? Er ist wunderschön. Was willst du hier tun? Ich habe Schwierigkeiten mit meiner Blume. Ah. Was bist du für ein Tier? Dumm wie ein Finne. Aber ich bin mächtiger als der Finne des Königs. Aber du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht einmal Füße. Aber ich kann dich weiter fortbringen als ein Schiff. Ich kann dir eines Tages helfen, wenn du dich wieder zurücksehnst auf deinen Planeten. Ich kann. Oh, ich habe gut verstanden. Aber warum sprichst du in Rätseln? Ich löse sie alle. Hm.
Der Prinz wandere lange über den Sand, die Felsen und den Schnee. Und die Straße führte ihn zu einem blühenden Rosengarten. Guten Morgen! Wer seid ihr? Ich glaubte, ich sei reich durch eine einzige Blume. Und nun besitze ich nur eine ganz gewöhnliche Rose. Sie und meine drei Vulkane, die mir bis an das Knie reichen und von denen eine vielleicht für immer erloschen ist. Das macht aus mir keinen sehr großen Prinzen. Und er legte sich ins Gras und weinte. Es war, als der Fuchs kam. Wer bist du? Du bist schön. Ich bin ein Fuchs. Komm und spiel mit mir. Ich bin so unglücklich. Ich kann nicht mit dir spielen, ich bin nicht gezähmt. Was heißt das, nicht gezähmt? Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache. Man kennt nur die Dinge, die man zähmt. Die Menschen haben keine Zeit mehr. Wenn du mich zähmst, wird mein Leben voller Sonne sein. Andere Schritte jagen mich unter die Erde. Dein Schritt wird mich herauslocken. Siehst du dort die Weizenfelder? Mhm. Für mich ist der Weizen zwecklos, das ist traurig. Aber du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich gezähmt hast. Das Gold der Felder wird mich an dich erinnern. Oh, bitte, zähme mich. Was muss ich da tun? Du musst sehr geduldig sein. Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich würde dich so verstohlen, so aus den Augenwinkeln anschauen. Und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du mir ein bisschen näher rücken. Der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stunde des Abschieds da war... Ach, ich wäre sehr ein. Das ist deine Schuld. So hast du also nichts gewonnen. Ich habe die Farbe des Weizens gewonnen. Schau du wieder nach deiner Rose und du wirst begreifen, dass die für dich einzigartig ist. Du bist mein Fuchs. Er war nichts als ein Fuchs wie 100.000 andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht. Und nun ist er einzig in der Welt. Nein, ihr seid alle nicht wie meine Rose. Ich will dir mein Geheimnis verraten. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist unsichtbar für die Augen. Das Wesentliche ist unsichtbar für die Augen. Die Zeit, die du deiner Rose schenktest, macht die Blume so wertvoll. Die Zeit, die ich aufgewendet habe? Du bist immer für das verantwortlich, was du mir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich. Ich bin verantwortlich für meine Rose. Es war der achte Tag meiner Panne in der Wüste und ich hatte kein Wasser mehr. Es ist gut, einen Freund zu haben. Ich bin froh, einen Fuchs als Freund zu haben. Er ermisst die Gefahr nicht. Er hat nie Hunger, nie Durst. Ein bisschen Sonne genügt. Ich habe Durst. Suchen wir einen Brunnen. Ich mache deine Gebärde der Hoffnungslosigkeit. Es ist sinnlos. Die Sterne sind schön. Sie erinnern an eine Blume, die man nicht sieht. Als ich am nächsten Abend von der Arbeit zurückkam, sah ich meinen kleinen Prinzen nachdenklich auf dieser Mauer sitzen. Ja, ich werde heute Nacht da arbeiten. Ich bin sicher, dass du mich nicht sehr lange leiden wirst.
Das Herz presste sich mir zusammen. Das war eine von den Flammen, die in 30 Sekunden töten können. Die Flamme glitt zwischen den Flammen. Was sind denn das für Geschichten? Du redest jetzt mit Flammen. Er legte seine Arme um meinen Hals. Ich fühlte sein Herz klopfen wie das eines sterbenden Vogels. Ich hatte erzählen wollen, dass mir meine Arbeit gelungen sei. Aber nun... Auch ich werde heute nach Hause zurückkehren. Das ist viel weiter. Das ist viel schwieriger. Ich fühlte, dass etwas Außergewöhnliches vorging. Ich habe das Schal und ich habe die Kiste dafür und den Maulkorb. Diese Nacht wird es ein Jahr. Mein Stern wird über mir sein, wo ich letztes Jahr gelandet bin. Kleines Kerlchen, ist dir nicht ein böser Traum, diese Geschichte mit der Schlange und der Vereinbarung mit dem Stern? Was wichtig ist, sieht man nicht. Ja, ich weiß. Das ist wie mit der Blume. Wenn du eine Blume auf einem Stern liebst, so ist es süß, bei Nacht die Blume zu betrachten. Alle Sterne sind voll Blumen. Mein Zuhause ist zu klein, um es dir zeigen zu können. Es ist besser so. Mein Stern wird für dich einer der Sterne sein. Dann wirst du alle Sterne gern anschauen. Alle werden sie deine Freunde sein. Und dann werde ich dir ein Geschenk machen. Kleines Kerlchen, ich höre dieses Lachen so gern. Das ist mein Geschenk. Was willst du sagen? Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachen alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können. Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen, und du wirst manchmal dein Fenster öffnen. Deine Freunde werden sehr erstaunt sein, wenn sie sehen, dass du den Himmel ansiehst und lachst. Dann wirst du ihnen sagen, ja, die Sterne, die bringen mich immer zum Lachen. Und sie werden dich für verrückt halten. Ich werde dir einen hübschen Streich gespielt haben. Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst immer mein Freund sein. Diese Nacht, weißt du, komm nicht. Ich werde dich nicht verlassen. Es wird so aussehen, als wäre ich krank, als stürbe ich. Komm nicht das anschauen. Ich werde dich nicht verlassen. Ich sah nicht, wie er sich nachts auf den Weg machte. Er war lautlos im Fisch. Als ich ihn einholte, marschierte er mit entschlossenem Schritt dahin. Ah, du bist da. Du hast nicht recht getan. Es ist hier schmerzbereitend. Es wird aussehen, als wäre ich tot. Und es wird nicht wahr sein. Du verstehst. Es ist zu weit. Ich kann diesen Leib da nicht mitnehmen. Er ist zu schwer. Man soll nicht traurig sein um solche alten Höhlen. Da ist es. Lass mich einen Schritt ganz alleine tun. Du weißt, meine Blume, ich bin für sie verantwortlich. Und sie ist so schwach. Sie hat vier Dornen, die nicht taugen, sich gegen die ganze Welt zu schützen. Er zögerte noch ein bisschen. Er tat einen Schritt. Ich konnte mich nicht rühren. Es war kein Ton zu hören. Und das ist sicher 6 Jahre. Ich habe mich ein wenig getröstet. Ich weiß, dass er wieder auf seinen Planeten zurückgekehrt ist. Denn seinen Körper fand ich am nächsten Tag nicht. Und nachts liebe ich es, den Sternen zu lauschen. Aber es gibt etwas Außergewöhnliches. Ich habe vergessen, an den Maulkorb, den ich für den kleinen Prinzen gezeichnet habe, einen Widerring zu machen. Es würde ihm gelungen sein, ihn dem Schaf anzulegen. Was hat sich auf dem Planeten wohl ereignet? Vielleicht hat das Schaf doch die Blume gefressen. Bestimmt nicht. Denn der kleine Prinz deckt seine Blume jede Nacht mit seinem Glassturz zu und kickt auf sein Schaf und acht. Dann bin ich glücklich. Und alle Sterne lachen leise. Dann wieder sage ich mir, man ist das eine oder das andere Mal zerstört. Er hat eines Abends die Glasglocke vergessen.
oder das Schaf ist eines Nachts lautlos entwichen. Dann wird aus einem hellen Lachen weinen. Das ist ein großes Geheimnis. Für euch, die ihr den kleinen Prinzen auch liebt, wie für mich, kann nichts auf der Welt unberührt bleiben, wenn irgendwo, man weiß nicht wo, ein Schaf, das wir nicht kennen, vielleicht eine Rose gefressen hat. Oder vielleicht nicht gefressen. Schaut den Himmel an. Fragt euch, hat das Schaf die Blume gefressen oder nicht? Ja oder nein? Und wir werden sehen, wie sich alles verwandelt. Aber niemand von den großen Leuten wird jemals verstehen, dass das eine so große Bedeutung hat.